Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Heute haben wir die Ehre, mit Marvin Fritz gemeinsam Motorrad zu fahren und gemeinsam mit dieser wunderschönen R1. Und die Möglichkeit besteht dadurch, dass wir hier bei den Yamaha Track Days sind, gemeinsam von Yamaha Deutschland und Hafenwege Renntrainings, die halt auch viele Profifahrer einladen, mit denen man dann sogar fahren kann. Finde ich mega geil, freue ich mich mega drauf. Wir werden uns gleich ein bisschen mit Marvin noch kurz unterhalten. Gibt auch noch ein paar Fahrszenen von ihm. Jetzt erstmal möchte ich euch nochmal schnell, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, von S100 das neue High-End Kettenspray vorstellen. Und dazu würde ich sagen, hocken wir uns direkt einmal runter. Das Ganze, ich habe sie eigentlich für verrückt erklärt, die Jungs, weil sie haben ja schon ein S100 weißes Kettenspray 2.0 und das war schon krass in den Tests. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht noch an die Videos? Ich kann mal ein paar Szenen vielleicht dazu einblenden. Da war das schon wirklich so, dass das weiße Kettenspray als auch das Dry Loop, also das hybridbasierte Kettenspray, unfassbar gut abgeschnitten haben. Und die haben trotzdem gesagt, wir brauchen nochmal ein Kettenspray, was für extremere Belastungen da ist. Also das weiße Kettenspray ist nach wie vor ein kompletter Allrounder für alles, für die Straße. Und das High-End-Kettenspray soll gerade für die Fahrer sein, die entweder auf der Rennstrecke fahren oder zum Beispiel auch drehmomentstarke Motorräder auf der Straße fahren. Finde ich mega cool, dass es sowas nochmal gibt. Wir werden uns das Ganze wahrscheinlich auch nochmal in einem Labor wieder angucken. S100 testet ja in ihren eigenen Laboren. Jetzt sagen wieder viele, was soll das? Ja, da können sie ihre Ergebnisse fälschen. Nein, das Ganze ist immer nach DIN-Norm, also alles genormt. Und dementsprechend, lieben Dank für die Unterstützung. Ihr könnt dieses Kettenspray gewinnen, inklusive eines Sauersets, den ich gleich nochmal raushole, und eines Kettensprays, Kettenreinigers meine ich natürlich. Und genau, dafür müsst ihr einfach nur Hashtag S100, Hashtag High-End Kettenspray und was Nettes in die Kommentare schreiben, am besten euren Instagram-Namen noch dazu. Und dann kriegt ihr hier vielleicht so ein schönes Set bald nach Hause. 100% abschleuderfrei. Das Ganze werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen testen. Mal gucken, wie die Felge später aussieht. Und jetzt springen wir mal kurz rüber zu Marvin. Lieben Dank für die Unterstützung. Jetzt einmal hier den Marvin an den Start geholt. Wir werden allerdings erst morgen zusammen rausfahren, aber wir haben uns jetzt trotzdem hier einmal schnell versammelt. Und du fährst aktuell in der EWC. Genau, für Yacht Yamaha in der EWC. Für ein schönes Yacht R1. Habt ihr die hier? Ja, ne? Hier. Hm? Die habt ihr hier, ne? Ne, haben wir nicht hier. Habt ihr nicht? Ach, leider nicht. Schade. Aber du hast ein anderes schönes Motorrad mit am Start. Ja, genau, auch schöne R1 hier. Und natürlich immer schön mit einer R1 zu fahren. Macht immer richtig Spaß. Und du bist heute schon ordentlich gefahren, ne? Du hast schon ein bisschen was reingebrannt. Okay, was fährst du sonst hier so, wenn du richtig... Meine schnellste Zeit hier ist 1,24 auf dem EDM-Kurs. It was at this moment that he knew he fucked up. Klar, mit dem Qualifier. Ich bin bei 40. Im Qualifier-Reifen. Ja, gut. Selbst wenn ich mir den aufziehen würde, würde das, glaube ich, nicht viel ändern. Aber darum soll es ein bisschen gehen. Ihr kriegt nämlich jetzt ein paar coole Fahraufnahmen von uns beiden, wie du mir ein bisschen die Linie zeigst, wie du danach nochmal mir ein bisschen was erklärst, Körperhaltung und so weiter. Gibt bestimmt einiges zu tun. Und ja, wir haben noch ein paar coole Aufnahmen von dir. Ich frage einmal nach, es gibt einen coolen jungen Herrn auf Instagram, Graham, der heißt Graham. Der macht mega geile Aufnahmen, auch von dir. Die werde ich jetzt nochmal einblenden und dann springen wir, würde ich sagen, direkt auf die Rennstrecke. So Leute, und damit geht es auf die Strecke zusammen mit dem K1 Hinterreifen, den ihr gerade noch schnell gesehen habt, und dem Marvin Fritz. Da vorne leuchten die Lampen noch rot von der Strecke, allerdings wurde das gleich zurückgenommen bzw. zurückgesetzt durch eine grüne Flagge an Kurve 3 müsste das dann sein. Die lange Kurve oder die Parabolika-Kurve auch genannt, meine ich. Hier weiß ich eigentlich, dass man sich recht weit rechts halten soll. Wir rollen uns jetzt hier erstmal ein. Marvin muss, glaube ich, erstmal gucken, wie schnell ich fahren kann. Das Problem ist, er hat keine Spiegel am Motorrad.
kann dementsprechend auch nicht die ganze Zeit immer zurückgucken, wo ich bin. Das werden wir gleich auf der Strecke auch noch sehen, dass er ab und zu mir mal ein bisschen davon sieht. Deswegen habe ich das ein bisschen zusammengeschnitten, dass er auch mal hinter mir ist und ihr seht, wie ruhig er das Motorrad halten kann. Hier fahren wir jetzt die EDM-Abkürzung sozusagen. Hier ist wichtig, am grünen Inn zu sein. Das haben wir jetzt bei dem Tempo, oder das habe ich bei dem Tempo, auf jeden Fall gut geschafft. Man sieht das jetzt auch gleich gut im Vergleich, dass wenn wir jetzt hier ein bisschen rollen, die Linie eigentlich soweit erstmal stimmt. Allerdings ist das Tempo halt noch gar nicht da. Und sobald Marvin ein bisschen nur anzieht, habe ich extreme Probleme, die Linie konstant zu halten. Fahren jetzt hier gleich Eingang Motodrom eigentlich noch ein bisschen weiter an der Mauer halten, denke ich. Und ja, hier treffe ich aber die Linie jetzt aktuell noch ganz gut. Gleich geht es in die Sachskurve, in die Linkskurve rein. Da gibt es wohl ganz viele Möglichkeiten, wie man die fahren kann. Marvin fährt sie jetzt hier erstmal ein bisschen weiter außen, zieht dann am Ende, glaube ich, nochmal rein einen Tick. Da habe ich auch noch nicht für mich so das Richtige gefunden. Hier ein mega spaßiger Part eigentlich, der gefällt mir sehr, sehr gut. Da fahren wir gleich auch noch einen Ticken schneller durch. Ich habe übrigens, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, mit dem Marvin zusammen auch meine Bestzeit knacken können. Da habe ich ein bisschen gepusht. Allerdings muss ich auch noch an der Konstanz arbeiten. Eine 1,39 tief ist es jetzt geworden und jetzt geht es auch mit Vollgas erstmal raus auf die Startziel. Sehr, sehr geil. Bei 150 Meter ungefähr dann anbremsen, hier den Punkt gut treffen. Man sieht, oder ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt, aber ich habe es auf der Strecke die ganze Zeit gesehen. Marvins Blickführung ist halt sehr präzise. Er hat immer seine Punkte, wo er hinguckt, da bin ich einfach noch nicht. Also ich bin da immer noch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, ich biege auch hier jetzt schon wieder zu früh ein. Ich fahre deutlich weiter raus. Und der Herr Junge Herr hier lässt uns aber vorbei. Und ihr seht das vielleicht auch auf der 360-Grad-Aufnahme. Mein Bike ist immer sehr, sehr schräge in den Kurven. Und bei Marvin zum Beispiel fährt das Ganze viel, viel smarter dann an. Beziehungsweise so wie man halt eine Tausende auch fährt. Der bremst viel tiefer quasi in die Kurve rein, legt dann das Bike um und gibt dann wieder mehr Gas. Also halt, wie man eine Tausender fahren muss. Das sitzt bei mir noch nicht richtig, es wird langsam. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, auch an der Blickführung. Die könnt ihr jetzt bei mir ein bisschen erkennen, dass meine GoPro sich quasi auch wenig bewegt. Also ich gucke mit dem Helm nicht immer unbedingt dann noch zu den nächsten Spots, wo ich hinfahren möchte. Wir fahren jetzt trotzdem mal ein bisschen mit. Es wird auch gleich, wie gesagt, einen harten Cut geben, wo ihr dann nochmal den Marvin hinter mir seht. Und nach diesem Turn hier seht ihr dann auch nochmal ein kleines Fazit von ihm. Er hat mich natürlich trotzdem beobachtet und kann mir da oder euch auch einige Tipps geben. Dementsprechend geben wir jetzt hier nochmal ein bisschen Gas. Schöne 360-Grad-Aufnahme. Hier sanft raus beschleunigen. Ich glaube, im dritten Gang bleibe ich. Da kann man auf jeden Fall noch deutlich zügiger durchfahren. Hier habe ich immer das Problem nach der rechts, dass es mich sehr weit nach links raustreibt. Das sehen wir auch jetzt. Da habe ich es nicht gut getroffen. Muss natürlich komplett Gas zumachen und dann ist alles vorbei. Und ich treffe auch nicht den Eingang auf die Startziel. Jetzt haben wir den Cut gehabt. Da habe ich den Marvin kurz überholt. Wir fahren jetzt gleich nochmal kurz ins Motodrom rein. Werden, glaube ich, dann noch von einem überholt. Wir waren hier übrigens auch in der grünen Gruppe, wo unter anderem auch viele EDM-Fahrer getestet haben. Liebe Grüße gehen auch raus an den Marc Moser zum Beispiel. Dementsprechend, die waren alle noch ein bisschen flotter als ich. Also, da muss ich noch arbeiten. Und jetzt seht ihr auch hier mal den Marvin, wirklich wie ruhig er das Bike hält und mit was für einer, ich sag mal, selbstbewussten Körperhaltung er einfach auch in die Kurven einfährt. Mal gucken, ob wir das hier gleich sehen. Er geht auch später in die Kurven rein. Jetzt zum Beispiel Startziel hat er einen viel, viel besseren Ausgangswinkel zum Durchbeschleunigen als ich. Ich bin zu früh, zu weit dann außen und kann quasi nicht direkt durchbeschleunigen, weil ich auch einfach noch zu schräge bin. Das ist ein grundsätzliches Problem bei mir. Jetzt fahren wir hier erste Kurve nochmal rein. An sich nicht schlecht getroffen. Aber, ja, guck mal, ihr seht, der Marvin, der kann auch nach hinten gucken und kann dann noch tiefenentspannt seine Runden fahren. Gleich sehen wir auch noch einen kleinen Stoppie, glaube ich, von ihm. Das wird auch sehr, sehr interessant werden. Hier ist wirklich, ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich zu langsam, aber ihr seht, wie viel schneller die Leute hinter mir da durchfahren. Ich weiß gar nicht, wer er das ist, aber die haben sich, glaube ich, auch gerade oder gleich gegrüßt. Da sehen wir ihn, den kleinen Gruß. Parabolika nicht ganz ausgefahren. Die Jungs sind viel, viel schneller, darum dreht sie es auch gar nicht. Guck mal da, oh, da sehen wir einen kleinen Stoppy von Marvin. Auch das ganze Anbremsen muss bei mir noch viel, viel besser passieren. Also ich bremse noch zu weich an. Ich kann tatsächlich später bremsen, und auch einfach härter bremsen. Aber gut, wir hören uns jetzt mal ein Fazit von Marvin an. So, zurück in der Boxengasse mit dem guten Marvin. Lieben Dank nochmal zum Rausfahren oder fürs Rausfahren, fürs Linie zeigen. Du hast ein paar Punkte, die du auf jeden Fall gerne ansprechen möchtest. Ich dachte, wir gehen vielleicht einmal in Schnellform, einmal hier ein bisschen kurz um die Strecke rum, wie du gefahren bist, was ich anders machen muss. Ich habe während der Fahrt, beziehungsweise ich habe jetzt im Video wahrscheinlich das auch so überkommentiert, wo ich auch schon gesagt habe, gut, hier ist meine Linie irgendwie nicht ganz konstant oder zu eng angefahren. Okay, hier mal kurz anfangen. Hier ist ja ungefähr der Einlenkpunkt nach den Curbs. Dritter Gang, ist das richtig? Ja, dritter. Ich fahre hier mit Serie ab und zu um zwei, aber ja. Ja, generell ist immer dritter Gang. Ja. Sieht bei dir ganz gut aus beim Einlegen.
Oberkörper kann noch ein bisschen mehr raus. Du nimmst das Motorrad ziemlich viel mit Schräglage rein, wenn du den Oberkörper mehr mit rausnimmst noch. Ja. Und das Motorrad dann ein bisschen weiter aufregt. Ja. Du wirst sehen, dass quasi das Motorrad viel leichter in die Kurven fällt, weil du einfach mehr zur Seite bist, mehr Druck auf die Raste bringst, ohne zu drücken automatisch, weil du rausgehst. Kannst du mal kurz deine Schuhe zeigen? Das hast du gerade eben. Also ich brauche jedes Rennwochenende neuen Schuh, weil ich immer auf der Raste stehe. Ich habe das nicht so, also ich habe es auch, aber das ist jetzt schon über eine Saison. Also von daher. Ich drücke nicht, ich stehe halt einfach nur von rechts auf Längskurve, stehe ich von rechts, von links auf und werfe mich nach rechts. Ja. Und allein durch die Bewegung. Das hat man auch gesehen, gerade zum Beispiel auch Turn 2 dann. Wie du da abbiegst, ist bei mir, dass ich glaube, ich gehe viel zu früh in die Schräglage rein und hänge dann da irgendwie. Und bei dir ist wirklich Bremse, 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 Bremse. Bums. Und das läuft bei mir auch noch nicht so. In die Parabolika-Kurve rein, meintest du auch schon später einlenken? Oder? Na, also die Linie in die Links auf die Gegengarde raus passt soweit, aber du machst dann in der Links, fährst du ziemlich viel Schräglage und nutzt nur die halbe Strecke auf die Gegengarde raus. Ja. Da kannst du viel weniger Schräglage fahren, einfach mit mehr Schwung durch. Ja. Und wenn du aufrechter fährst, kannst du ja viel früher ins Gas und du hast viel weniger das Risiko zu stürzen auf der Highside oder so. Ja, klar. Und dadurch kannst du einfach viel mehr Schwung mitnehmen. Du bist zu früh schon gerade und ich fahre die ganze Gerade im leichten Winkel, aber kann halt viel mehr Speed mitnehmen. Viel mehr Gas. Und weil du halt die ganze Zeit auf der Flanke fährst, ist die Drehzahl höher und du hast einen höheren Topspeed. Ja, so einfach ist es, Leute. Ne? Dann die rechts, das ist ja dann sozusagen da, wo sich die IDM-Strecke unterscheidet von der Formel-1-Strecke oder was auch immer. Da rechts abbiegen, da hattest du mir schon gestern eigentlich was erklärt, dass man da viel spitzer reinfahren muss. Auch da ist, glaube ich, bei mir immer, ich habe grundsätzlich das Problem, glaube ich, dass ich immer sehr viel Schräglage fahre und irgendwie ein bisschen runder und irgendwie nicht so wie du. Da ist mir halt ein 600er Style mit der langen Schräglage und gerade das Eck, da hat man nicht so viel Grip, deswegen nutze ich den Punkt, spitz reinzufahren, da kann man natürlich auch später bremsen, weil der Bremsweg länger ist. Und dann das Bike Turn, da bist du zwar im Scheitelpunkt ein bisschen langsamer, aber du hast das Bike viel früher gerade. Ja. Und dann kommt nochmal so eine leichte Bodenwelle und da richte ich das Bike schon auf, dass ich da quasi nicht mehr in Schräglage bin, weil wenn da in Schräglage drüber fährst, ist halt die Gefahr, dass es reingeht und dich rauskatapultiert. Deswegen früh aufrichten und dann kann man da auch nochmal eine gute Gerade draus machen und da macht schon die Zeit. Ja, da bist du mir auf jeden Fall, also sowieso überall, aber man hat es immer schon deutlich gesehen, wie du aus der Kurve rausfährst, dass du da einfach schon immer schon die Meter gemacht hast beim Bremsen sowieso. Aber ja, dann geht es in eine enge links rein, die fahren wir auch rechts außen an. Bei der Gefühl hast du da auch mal Unterschiede sagen gemacht, je nachdem wahrscheinlich auch, weil Verkehr war. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich fahre ja recht weit außen und dann knicke ich es schon mit dem Oberkörper eigentlich über die Curbs. Wie gesagt, da in der Kurve machst du eigentlich keine Zeit. Ich fahre da auch klar von außen. Ja. Gerade in die Kurve nehme ich eigentlich immer die Hinterradbremse her. Das war jetzt mit dem Motorrad ein bisschen blöd, weil die ABS drin gehabt hat. Ja. Und da nehme ich immer die Hinterradbremse, um das Bike noch ein bisschen zum Turn. Ja. Um dann auch früher gerade zu stehen, um da auch wieder eine Gerade zu machen zu der nächsten rechts. Ja. Und wenn du da zu lange in Schräglage fährst, dann finde ich natürlich den ganzen Drive. Und, aber da ist wichtig, sich vorzubereiten für die nächste rechts, dass du da den Exit gut erwischst. Weil die Gerade ist auch wieder relativ lang und da machst du natürlich auch wieder die Zeit. Ja, es ist immer dasselbe irgendwie. Es ist immer wieder gerade stellen, besser beschleunigen. Ja, gut, Rest der Strecke. Dreht es ja auch gar nicht, aber da muss ich glaube ich sowieso, du meintest auch an meiner Konstanz quasi arbeiten, das ist natürlich auch ein bisschen körperliche Fitness, Überforderung nenne ich es jetzt mal, dass ich dann probiere hinterher zu fahren oder wie auch immer. Ich fahre dann doch irgendwie noch nicht so immer wieder dieselbe Linie. Genau, von einer Runde zur anderen Runde sah das gerade auf starkem Ziel raus und auf die Gegengerade. Einmal die komplette Fahrbahn ausgenutzt, einmal nur einmal die halbe, nicht. Wo ich mir gedacht habe, oh, was macht er jetzt? Ja. Aber so im Grund genommen sieht es nicht schlecht aus mit der Körperhaltung. Ja. Ein paar Punkte kannst du noch an die arbeiten. Gerade zum Beispiel Eingang Motodrom von der rechts zur Sachskurve hin. Ja. Gleich von rechts auf links und dadurch, dass du dich quasi aufstehst und rüberschmeißt, so leicht übertrieben gesagt jetzt, will das Motorrad automatisch in die Sachskurve einlenken. Ja. Und du setzt dich halt erst ziemlich spät wieder nach links. Und dann das Motorrad will dann eher wieder geradeaus und du musst dann abbremsen und mit den Händen reindrücken. Ja. Mit den Armen. Also. Gibt immer was zu tun, also von daher, wenn ihr ihn noch nicht kennt, wenn ihr da nochmal vorbeischauen wollt, Marvin Fritz einfach auf Instagram. Marvin Fritz 7. Einfach gern vorbeischauen. Ich glaube, Le Mans wurde abgesagt. Verschoben auf 11. bis 13. Juni. Könnt ihr da auch mal gerne vorbeischauen oder wenn es halt wieder geht, auch mal vorbeikommen. Ich habe da auf jeden Fall mal Bock drauf. Lieben Dank. Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.